Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Batman, Sprungspritzack. Ronny ist hier am Start und ich habe heute extrem schlechtes Internet. Ich wollte trotzdem nochmal die 1000-Dollar-Kiste aufmachen. Es kann sein, dass jetzt hier das Video ein bisschen komisch zusammengeschnitten ist, weil ich Ladezeiten vom Internet schneide ich euch natürlich raus. Gambling ist auch ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Es wird heute nochmal die 1000-Dollar-Kiste aufgemacht. Wir werden trotzdem noch ein paar kleinere Kisten aufmachen, einfach um das Video noch ein bisschen zu strecken und die Spannung hoffentlich noch ein bisschen zu strecken. Genau, Thema Internet heute auch, also es ist wirklich Vodafone bodenlos. Also wirklich, wirklich bodenlos. Ich war gestern in der Schweiz und war auf einem Berg oben. Da musste man 300 Meter hochfahren. Hatte 5G vollen Empfang. Komplett 250 MB Download. Gut. Von dem Berg runter, eine Viertelstunde tief in den Wald rein. 5G vollen Ausschlag, 250 MB Download. Dann komme ich zurück nach Deutschland. Direkt an der Grenze. Katastrophe. Wirklich, man kann sich nicht ausdenken. Es ist so, so schrecklich und zu Hause angekommen, das normale Internet, also WLAN und LAN, alles mögliche down, schon seit heute Nacht und jetzt haben wir es aktuell 17:30 Uhr, also 17.30 Uhr, passiert einfach nichts, es kommt nicht wieder, einfach alles tot. Genau, dann habe ich hier WLAN übers Handy Hotspot gemacht, aber hier zu Hause in Deutschland habe ich, keine Ahnung, 2 Balken und einen Download von 10 MB und einen Upload von 1 MB. Heißt, da kannst du auch kein Rennen mit gewinnen, ne? Ich kann gerade so, kann ich irgendein Game zocken. Counter-Strike natürlich nicht, ne? Da ist mit dem Ping Katastrophe. Aber ja, es ist so, also frech, wirklich. Und in der Schweiz kostet ein Vertrag, weiß nicht, auch 100 Franken oder so. In Deutschland zahlst du auch, mein Vertrag ist zum Beispiel mit immer dem neuesten iPhone, auch 90 Euro. Ist genau das Gleiche. Kostet genau gleich viel. Aber die Leistung ist bei Weltem nicht dasselbe. Ich habe jetzt, zum Glück gibt es ja den neuen Beschluss, dass wenn man seinen Vertrag nach 2 Jahren nicht kündigt, dass man dann jeden Monat seinen Vertrag kündigen kann. Und deswegen bin ich auch bald soweit und kann meinen Vertrag kündigen, auch wenn ich jetzt hier unbegrenzt habe und bliblablub. Aber auch der zu Hause läuft nämlich aus und dann werde ich alles bei Vodafone kündigen. Ich habe Handy bei Vodafone, ich habe zu Hause bei Vodafone, alles weg. Alles weg und ab zur Telekom. Werde ich mich jetzt nachher, sobald das Vodafone-Internet wieder geht, werde ich das nutzen, um zu gucken, welche Tarife es bei Telekom gibt. Ja, Vodafone ist aber auch wirklich, also ich kann es weiß auch nicht. Zumindest bei mir. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, vielleicht gibt es bei euch ja weniger Probleme. So, oh, das wollte ich eigentlich noch Giveaway auszahlen. Die Sachen wollten wir aber aufheben für schlechte Zeiten, falls die 1000-Dollar-Kiste kacke ist. 1000-Dollar-Kiste haben wir das letzte Mal übel Minus gemacht und danach haben wir ja die Brecher hier gezogen. Deswegen war es wieder okay. So. Zap, zarab. 1000-Dollar-Kiste geht auf. Vodafone Story und 1000-Dollar-Kiste. Das ist heute der Plan. Eigentlich wollte ich noch ein paar andere Kisten aufmachen, aber haben wir hier ein bisschen den Frust rausgelassen. Bin auch mal gespannt. Also, der Onze hat auch Probleme immer mit Vodafone. Muss man ehrlich sagen. Ich weiß es aber nicht. Bei uns war das als erstes Kabel BW. Dann hat es Unity Media aufgekauft. Dann hat es Vodafone aufgekauft. Und bei jedem Wechsel wurde es irgendwie schlechter. Kabel BW damals war der absolute Hammer. Oh nee, es gibt die gar nicht mehr, die 1000-Dollar-Kiste. Was war da los? Haben sie da zu hart Minus gefahren? Boah, ich hoffe, die kommt wieder. Schade. Na toll, jetzt habe ich hier 1000-Dollar-Kiste angepriesen und dann kommt gar keine. Na klasse. Dann müssen wir zweimal die E-Log-Kiste aufmachen. Ich hoffe, das geht jetzt gleich mit dem Roll. Ich hoffe, wir ziehen hier auch was Geiles raus. 3, 2, 1. Jawohl, der Roll funktioniert. Handy, Internet reicht. Oh, die Prinz. Oh, Bayonett. Nein. Digga, hör doch auf. Oh, ekelhaft. Oh, nee. Bitte. Nein, Digga, hör doch auf. Alter, was ist los? Wirklich. Wirklich. Darf nicht wahr sein. Darf nicht wahr sein. Digga, bitte. Wir brauchen jetzt wieder so ein Comeback wie das letzte Mal. Oh, nee, jetzt reicht. Ja, doch, reicht. Oh mein Gott, bitte, bitte. Ey, komm, nein, Mann. Heute ist doch eh schon so ein Dreckstag wegen Vodafone, wirklich. Ey, das ist... Oh, Digga. 1000 Dollar weg. Ich wollte an die Skins, wollte ich eigentlich gar nicht mehr hin. Ey. Jetzt ist einfach wirklich... Einfach nur noch Wut. Einfach nur noch Wut.
Einfach nur noch Boot-Upgrades jetzt, echt. So, nächster Skin hier, zack, Roll wechseln, Abfahrt. Das ist einfach nur noch gut, was wir hier betreiben. Eigentlich war der Plan, es nochmal hochzukommen. Ich weiß, wir haben es letzte Mal auch verkackt und wir werden es wahrscheinlich auch jetzt verkacken. Dann ist das Video halt einfach super traurig. Aber irgendwann muss es doch mal klappen. Ja, ja, Digga, das Comeback schon wieder. Geil. Geil. Endlos geil. Mama, Mama, Mama. Jetzt haben wir nur ein Fuffi Minus gemacht. 1000 haben wir angefangen, 70 haben wir noch drauf. Lecker. Einfach das Comeback. Lukas Vater. Lecker. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis Spider-Man. Ciao.